neues Video von mir. Und zwar mache ich ein Vlog und roll gemeinsam irgendwie. Ja, fangen wir mal so Vlog-mäßig an. Ja, das neue Jahr hat ja begonnen. Und ich habe mir fest vorgenommen, ja, Diäten, ne, auf jeden Fall, und Sport zu machen, weil sämtliche Leute auf Twitter, denen ich folge, gehen zum Sport und das motiviert einen irgendwie. Und klar, ich kann ja nicht so Sport machen wie jetzt andere, aber halt Oberkörper. Und gestern bin ich dann halt in unser Fitnessstudio, habe dann danach gefragt und er meinte, klar, Arme, Oberkörper, Rückenmuskulatur, kann man alles machen. Ja, hat er mir die Geräte gezeigt. Und dann wusste ich ja von Steffen, dass er auch ins Fitnessstudio gehen möchte. Hab ihn dann angerufen und gesagt, hier, weißt was, um 18 Uhr könnten wir die erste Probestunde haben. Ja, und dann sind wir gestern um 18 Uhr hin. Und uns wurden dann Übungen gezeigt und wir dann natürlich gleich losgelegt. Und Klein Melle muss natürlich vollen Einsatz bringen, eine Stunde durchpowern und heute kann ich meinen Arm nicht mehr bewegen. Es geht gar nicht mehr. Mir tun so die Schultern weh. Die Arme fühlen sich an wie Blei. Ich habe natürlich wieder volles Rohr durchgezogen und übertrieben, gleich am Anfang. Naja, heute ist erstmal Päuschen und morgen geht's wieder los. Und Steffen hat heute irgendwie Kreislauf oder so, ich weiß es nicht. Tja, wir werden nicht mehr jünger, ne? Also, aber na, wir haben uns gestern angemeldet und jetzt müssen wir das mindestens ein Jahr durchziehen. Ja, so. Das ist mal dazu. Ja, und den Trainer, den wir da haben, also ich weiß, das ist jetzt nicht speziell unser Trainer, aber der ist halt so quasi unser Ansprechpartner. Er ist auch Ernährungsberater, gelernter. Und den werde ich dann auch mal fragen, was ich noch so begleitend ernährungsmäßig da so machen kann, weil ich ja doch schon noch so 5 Kilo abnehmen möchte. Ich habe damals vor 3 Jahren mit Weight Watchers 15 Kilo abgenommen. Ich kann euch mal im Anschluss ein, zwei Fotos anhängen, wie ich aussah vor 3 Jahren. Also Mondgesicht war da gar nichts gegen. Also ja. Ja, das wäre es dann jetzt soweit. Wenn ihr irgendwie Interesse habt, kann ich ja mal so wöchentlich ein Update geben. Ob ich schon aussehe wie Popeye oder so. Keine Ahnung, nee, aber ja, weiß nicht, vielleicht interessiert euch das ja gerade, wie Rollstuhlfahrer so jetzt fitnessmäßig da was machen können und ich weiß ja nicht. Also wenn euch das interessiert, dann schreibt das unten in die Kommentare und ich mache da gerne irgendwie eventuell, ich weiß nicht, ob ich die Kamera mitnehmen kann, ich glaube, das ist ein bisschen doof, oder? Aber so im Nachhinein, dass ich dann irgendwie ein kleines Update-Video mache, ich denke mal, das wäre machbar. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Sachen, die ich so in letzter Zeit gekauft habe. Ich habe euch ja schon im Video vorher, ich glaube ein, zwei Videos vorher, gesagt, dass ich ja die NARS Foundation mir bestellt habe, weil alle von der NARS Sheer Glow so schwärmen und ich halt dachte, okay, ich probiere die auch mal aus und habe dann auf gut Glück habe ich mir eine bestellt und das war ja die Taue. Ja, Taue oder so. Das wäre diese Foundation und die war für mich viel zu dunkel. Und dann habe ich mir von der Rebecca Flöter Rat eingeholt und sie hat mir gesagt, ich soll die Barcelona bestellen. Und die kam gestern. Ja, gestern kam Barcelona. Und man sieht schon den Unterschied, oder? Von den Farben. Das ist Taue und das ist Barcelona. Barcelona ist vom Farbergebnis passend für mich. Aber ich stehe nicht so auf stark deckend. Das ist wieder ein Problem, weil ich dieses Maskenhafte nicht mag. Es steht zwar drauf, leichtes Make-up und so, aber ich habe es heute drauf.
Und ich finde, es sieht auch wieder sehr, sehr maskenhaft aus. Und ja, ich liebe ja meine Chanel Vitalumia Aqua. Und habe aber gedacht, ich probiere mal die NARS. Weil halt viele davon schwärmen. Aber naja, ich werde sie jetzt irgendwie aufbrauchen. Zwar nicht jeden Tag, aber... Weil der Farbton, der ist optimal. Barcelona heißt der. Ja. Gut, dann habe ich mir im Internet Big Sexy Hair Shampoo bestellt, weil ich das auch schon öfter gesehen habe. Und das ist ein Big Volume Shampoo. Ich glaube, das sieht man gut, ne? Big Sexy Hair. Ja. Und das habe ich heute das erste Mal benutzt und die Haare sind... Ja, ganz okay. Also ich habe heute gar nichts mit meinen Haaren gemacht, weil, wie gesagt, ich hatte gerade mal geschafft, irgendwie mich zu duschen, weil die Arme, die kriege ich so schlecht hoch. Ja, und dann habe ich noch zusätzlich ein Big Shine Shine Spray gekauft von Big Sexy Hair. Ja, das ist irgendwie so ein Pumpspender und... Es steht drauf, Anwendung auf das trockene Haarsprühen, verleiht den Glanz ohne zu fetten. Und? Ich weiß auch nicht, ob das jetzt... irgendwie habe ich es gestern getestet und ich fand es irgendwie so ein bisschen schmierig. Keine Ahnung, irgendwie, weiß ich auch nicht, ob es jetzt ein Fehlkauf war oder ob es kein Fehlkauf war, ich weiß es nicht. So, dann kam ja die Chanel LE, wo ich ja ganz scharf drauf war, kam ja raus. Und waren einige Sachen, die ich gerne haben wollte. Und dann war ich am Samstag war ich bei Liebe. Weil ich mir eine Gesichtscreme holen wollte, weil meine fast leer ist. Und die liebe Franzi, Ladies Firstify, müsst ihr euch auch mal angucken, hat mir eine Creme empfohlen von Estée Lauder, die Hydrationist. Das wäre die Estée Lauder Creme. Die ist jetzt für trockene Haut. Und die Konsistenz ist halt so. Sieht man, glaube ich, ne? Habe ich auch schon gut genutzt, weil ich muss creme mich ja morgens und abends ein. Und ja, also die Konsistenz ist schon sehr schön. Der Duft ist auch schön. Und ja, bis jetzt bin ich sehr, sehr zufrieden damit. Estée Lauder... Hydrationist. Ja, und dann kommen wir jetzt zu der Chanel LE. Und mich haben halt zwei Nagellacke interessiert. Unter anderem der 515 Peach Nacre oder so. Und der Black Pearl. Und der Black Pearl, ja, muss ich noch gucken, ob ich mir den hole oder nicht. Und der Peach Nacre oder ist halt dieser Ton. Ist so ein Peach mit so einem Perlmutt-Unterton. Also ich hatte den gestern auf den Nägeln und der ist sehr, sehr schön. Gerade für den Sommer, Frühling auch eine super Farbe. Und klar, der Preis bei Chanel-Lacken ist nicht gerade ohne. Aber ich komme vom Auftrag her mit den Chanel-Lacken am besten klar. Bei dem habe ich auch nur eine Schicht gebraucht, bei anderen Nagellacken von Chanel brauche ich auch nur eine Schicht und ja, echt ein toller. Dann kommen wir zum letzten Produkt, was ich geholt habe gestern. Ich habe Creme am Fingernagel. Ist die Biotherm Anti-Drying Body Milk. Die habe ich bei der Twinkle Mina im Video gesehen und ich wollte halt gerne Bodylotion haben für extra trockene Haut
Und ja, Feuchtigkeit spende Körpermilch mit dem frischen Duft aus Zitrusfrüchten. Die trockene, raue Haut wird wieder zart und geschmeidig, sieht glatter aus. Die frische Textur zieht sofort ein, ohne zu fetten. Und die riecht sehr, sehr, sehr zitronig, aber ich mag den Geruch. Und sie zieht auch wirklich schnell ein und spendet der Haut wirklich Feuchtigkeit. Man kann der Bodylotion echt nur Lob aussprechen. Ich habe die gestern Abend benutzt, weil ich habe so trockene Haut, ich muss mich abends... Ja, also empfehlenswert und mal gucken, wie die auf langfristiger Basis ist. Aber von den beiden Malen fand ich schon echt super. Und Biotherm ist ja auch eine ganz gute Marke. Ja, so, das wäre es dann jetzt von mir. Und ich werde jetzt meinen Muskelkater noch weiter pflegen, dass ich morgen wieder zum Sport kann. Ja. Und das war ein Möpschen. Okay, ihr Lieben, dann wäre es jetzt von mir. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss.